Yo-ho-ho, hallo und so, der Sarah hier, zurück mit Dragon Age 2. Ja, wir haben ja jetzt den ersten abtrünnigen Magier gefunden, von all jenen, die wir finden sollten. Und den nächsten finden wir wohl bei der Oberstadt. Bei Nacht. Schauen wir mal. So, ah, hier ist eine Kiste, die ich noch gar nicht geplündert habe. Und ja, ich war noch ein bisschen hier ein paar Sachen verkaufen. Ja, das war nötig, denn mein Inventar war komplett voll. Und hier sind Gegner, die wir doch erstmal bekämpfen wollen. Teilweise ganz einfache Gegner, die jetzt auch kein großartiges Problem stellen. Ja. Der Gegner hier kippt schnell um. Und da helfe ich mal kurz dem Barrick. So. Du wirst beseitigt. Weg mit dir. War es das schon? Nein, das war es noch nicht. Oh. Achso, ich dachte, da wäre ein besonderer Gegner. Aber ist kein besonderer Gegner, sondern eher ein einfacher. So. War es das jetzt? Ich plündere jetzt nochmal die Leichen. Ja, das war's endlich. So. Gut. Ja, es gibt Nebenquests, bei denen man. Oh, eine ganze Menge. Na gut. Sind auch nicht viel mehr. Ich stürze mit rein. Und pass mal auf. Ei, hier. Los, wumm. Geht doch. Oh oh, ein Magier, den wir möglichst schnell aufhalten müssen. Ein blutrünstiger, okay. Der blutrünstige ist erledigt. Und damit auch der gefährlichste Gegner, würde ich sagen. Im Moment kann ja jeder ein bisschen für sich selbst kämpfen, das ist ja kein Problem. Ich sollte aber hier mal ein bisschen mithelfen, sonst gibt es Probleme für Warwick. Zack. Weil hier einige Gegner sind. Warwick, du kriegst eine Heilung. Und ich wechsle jetzt bei ihm zu dem Angriffsmodus und sage. Finito! Für euch! Wumm! So und nicht anders macht man das. In seinem Angriffsmodus besitzt er erhöhte, ja, Angriffswerte eben. Beziehungsweise kann einfach mehr Schaden zufügen. Ah ja. Das ist die Quest dafür. Hehe. Wunderbar. Und jetzt nur noch diesen Magier erledigen. Und das war's dann. Du kriegst erstmal einen Feuerball in die Fresse. Oder auch nicht, weil scheinbar schon alles vorbei ist. Gut. Immer noch. Oh Mann. Ja, tut mir leid, dass es hier diese Störung gibt. Wir wollten ja eigentlich mit der Hauptquest weitermachen, aber wie ihr seht, werden wir hier von ein paar Gegnern aufgehalten, die nichts sind im Vergleich zu uns. So, war's das endlich mal. Ich werde mich später dann um die, ja, die Banditen kümmern. Ich weiß es gar nicht mehr. Vielleicht habe ich doch eine dieser Quests mal mit euch zusammen gemacht. Vielleicht. Ich ändere mich nicht mehr genau. So. Okay. Wir müssen nach da unten. Gut. Da geht's zum nächsten abtrünnigen Magier. Und. Ja. Ich hoffe, dass wir recht bald fertig sind mit Dragon Age 2. Ich wiederhole es zum tausendsten Mal, glaube ich.
Aber es ist so, ich will endlich damit fertig sein, weil, ja, dann kann ich mich voll und ganz auf Skyrim konzentrieren und na natürlich noch auf The Lost Vikings. Da machen wir auf jeden Fall noch weiter. Bei The Lost Vikings, ja, muss noch ein bisschen warten. So, erstmal ein Gespräch. Oder, ja, beziehungsweise, nein, kein Gespräch. Aha. Guten Abend, Countess. Oh, der Champion von Kirkwall. Wie Oh wundervoll. Gott. Ihr ehrt diesen Ausalt. Ich werde uns Erfrischungen bringen lassen. Die Aussprache. Talia? Ja? Oh, das Mädchen ist so langsam. Lasst uns doch etwas plaudern, während wir warten. Für eine Frau, deren Sohn von den Templern gesucht wird, seid ihr enorm gut gelaunt. Emil? Ja, natürlich. Die Templer haben sich kürzlich nach unserem armen Jungen erkundigt. Ich habe Emil nicht mehr gesehen, seit er zum Zirkel gebracht wurde. Er war damals erst 6. Ihr könnt den Templern sagen, sie sollen sich keine Sorgen machen. Emil wird sich bestimmt schon bald selbst stellen. Er ist ein guter Da. Junge. Dulci! Ist er das? Nein, Was das ist habt der ihr Vater. getan? Ihr hättet dem Jungen sagen sollen, er soll sich der Gnade der Templer ausliefern. Guillaume, Liebling. Hört auf mit diesem Liebling, Dulci. Er hat herum erzählt, dass er unser Sohn ist, dass ihr ihm Gold gegeben habt. Guillaume, Liebling, wir haben Gäste. Irgendwie ja. Ich bin die beste Chance eures Sohnes, Gnade von den Templern zu erfahren. Gnade! Ja. Sie würden ihm doch nicht wirklich wehtun, oder? Oh, Doch. ihr hättet sein Gesicht sehen sollen. Es hat mir das Herz gebrochen. Ich habe ihm ein wenig Geld gegeben. Nicht zu viel, natürlich. Er hat gesagt, er wolle ein neues Leben anfangen. Ein neues Leben? Er verbringt sein neues Leben in den Tavernen der Unterstadt Leben. und betrinkt sich mit billigem Wein. Es grenzt an ein Wunder, dass die Templer ihn noch nicht gefunden haben. Bitte helft uns, Champion. Emil ist kein Blutmagier, sondern einfach nur ein törichter Junge. Lass nicht zu, dass die Templer ihn töten. Ein Blutmagier? Oh, Guillaume, sag das nicht! Es ruckelt gerade ein Bitte, bisschen in rettet manchen meinem Sohn Einstellungen. das Leben. So. Wenn es Na eine gut. Möglichkeit gibt, Emil zu helfen, finde ich sie. Ich danke euch, Champion. Ein Bekannter hat Emil vor nicht allzu langer Zeit im geengten Mann gesehen. Er müsste immer noch dort sein. Im geengten Gut. Mann? Oh, aber das ist so ein schmutziger Ort. Naja, er Komm, kann ganz Dulci, interessant vielleicht sein. solltet ihr euch ein wenig inlegen. Genau. Tja. Oh, aber der Warwick. gehängte Mann ist so ein schmutziger Ort. Orlesianer. Ah, genau. Daher diese Aussprache. Weil das Orlesianer sind. Orlesianer. Sorry. Eventuell kann ich euch irgendwann später mal eine Karte zeigen von. Oh Mann, schon wieder ihr. Nein, das sind abtrünnige Magier und Blutmagier. Mal was ganz anderes. Nicht die Gauner von letzten Mal und vorletzten Mal. Okay, das sind schon richtige Gegner. Zack. Oh, Varric. Varric hat Probleme. Schnell auf den richtigen Modus wechseln. Und wiederbeleben. Jetzt wird's ein bisschen kritisch. Blutmagier sind gefährlich, wollte ich gerade sagen. Sie nimmt einen Heiltrank, er nimmt einen Heiltrank. Sicher ist sicher. So. Puh. Wow. Okay, diese Blutmagier sind gefährlicher, als ich dachte. Man darf sie nicht unterschätzen. So. Verletzungsrüstung. Bisschen Geld. Was ich erwähnen wollte, ich habe vielleicht eine
Er ist ja immer noch verletzt. Ach so. Ja, weil er zweimal umgekippt ist. Jedes Umkippen einmal eine Verletzung. Daher. So, dann müssen wir wohl doch mit mehr Widerstand rechnen bezüglich Emilio. So. Zum gehängten Mann. Und ich trinke mal was. Da ist Emil. So. Ich habe einige Speicherstände auch gelöscht. Ich rede aber trotzdem erstmal nochmal mit Isabella. Ihr erinnert mich an einen Seemann, den ich mal kannte. Das nein, sie hat nichts Neues für mich. Wir haben ihn während eines Orkans verloren. So. Emil? Emil de Lancey? Hey, woher kennt ihr meinen Namen? Etwa von Nella? Ich habe ihr meinen Lancet-Siegelring für einen Kuss gegeben. Und heute Nacht macht sie mich zum Mann. Nun, aha. Der Comte hatte recht. Wir konnten ihn die Templer übersehen. Er hat sein ganzes Leben im Zirkel verbracht. Er ist ungeeignet für die wirkliche Welt. Eine Runde auf mich? Ich bin Emil, wie ihr wisst. Und ihr seid? Ich bin Hawk. Man nennt mich den Champion von Kirkwall. Ich habe euch gesucht, Emil. Oh Mist, ich weiß, worum es hier geht. Ich bin gar kein Blutmagier. In Ordnung? Nein. Ich habe das Gerücht nur aufgebracht, weil ich dachte, dass ich dann gefährlich wirke und charmant. Habt ihr Todessehnsucht? Ihr seid im Zirkel aufgewachsen. Ihr wisst, was Templer mit Blutmagiern machen. Eben. Ich habe es nur in der Taverne erzählt. Und nur Frauen. Ja, das reicht. Das nicht. Ich kam zum Zirkel, als ich 6 war. 6! 20 Jahre war ich eingesperrt. Hatte nie was Richtiges zu trinken und hab mir nie selber was gekocht. Stand nie im Regen, küsste nie ein Mädchen. Der Zirkel in Ferelden ist lustiger. Da küssen sich ständig alle. Allerdings war das vor den Abscheulichkeiten. Und so. Ich wollte nur ein bisschen leben. Wenn ihr mich töten wollt, bitte. Ich sterbe lieber betrunken. Seid ihr wirklich aus dem Zirkel geflohen, um ein Mädchen zu küssen? Ja. Nun, nicht nur das. Ich habe gelesen, was man mit Mädchen noch so alles anstellen kann. Ich fasse es nicht, dass wir unsere Zeit vergeudet haben mit diesem Idioten. Ich will bloß nicht als Jungfrau sterben. Na gut. Die Comtesse hat euch das Geld gegeben, um aus Kirkwall zu fliehen. Vergeudet es nicht. Ihr lasst mich gehen? Ja. Ich kann den Templern sagen, ihr werdet tot. Aber ihr müsst sofort gehen. Ich glaube, heute Nacht geht noch ein Schiff. Ich werde an Bord sein. Gut, das hoffe ich doch. Danke. Eines Tages werde ich mich dafür revanchieren. Das verspreche ich. Gut, wenn du das möchtest. Wann wart ihr das letzte Mal mit einer Frau zusammen? So. Ja, gut. Also, ich müsste anmerken, es hat sich einfach nicht gelohnt, diesen Kerl umzunieten. Beziehungsweise, nein, ihm zu sagen, dass er sich stellen soll. Es hat sich einfach nicht gelohnt. Und ich kann ihn ja verstehen, irgendwie. Man verpasst so vieles im Zirkel. Man lernt es nicht zu leben. Und das sollte man doch können. Man sollte auch das Recht haben, auch mal zu leben. So, und ich habe mich jetzt nochmal ein bisschen anders hingesetzt. Ein bisschen, die Tastatur angezogen, damit ich ein bisschen in angenehmerer Position spielen kann. Das sind aber nur Details, die unwichtig sind. Wichtig ist jetzt das Spiel natürlich. Und wir sind jetzt auf dem Weg zu Nisa und zum dritten Flüchtling. Oh, Grüße, Monsieur. Meine Herrin ist nicht da. Oh Gott, es ruckelt arg. Kunden, aber sie wird in Kürze zurück sein. Kann ich euch irgendwie helfen? An dieser Stelle, lustig, ja. Wenn ihr euch erinnert, es hat schon einmal hier im Gesindeviertel so arg geruckelt. Und um euch das nicht lange antun zu müssen,
Ja. Ich bin hier, um mit Huons Frau zu sprechen. Seid ihr das? Ich hoffe, das hat keine Auswirkung auf die Aufnahme. Als die Templer kamen, habe ich ihnen die Wahrheit gesagt, dass ich Huon 10 Jahre nicht gesehen habe. Aber als sie weg waren, da kam er zu mir. Ich sollte ihn verstecken. Ich hatte von seiner Rückkehr geträumt. Aber nicht so. Er hat sich verändert und ich kenne ihn nicht mehr. Ich habe ihn fortgeschickt. Okay. Verändert? Inwiefern hat sich Huon verändert? Er war besessen davon, jedem die wahre Macht der Elfen zu zeigen. Er hat mir Angst gemacht. Verstehe. Hat er euch etwas angetan? Er hat mir nur das Herz gebrochen. Habt ihr ihn Magie wirken sehen? Vielleicht sogar Blutmagie? Würde sie sie denn erkennen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass er bei mir Magie eingesetzt hat. Ihr hattet ihn also nicht mehr gesehen, seit er euch verlassen hatte? Huon hat mich nicht verlassen. Er wurde fortgebracht. Als die Templer herausfanden, dass er ein Magier war, haben sie ihn in Ketten gelegt und aus dem Gesindeviertel geschleift. Vor allen anderen. Und jetzt lebe ich mit dieser Schande. Verheiratet, aber ohne Ehemann und ohne Zukunft. Verstehe. Wisst ihr, wohin Huon gegangen ist, nachdem ihr ihn fortgeschickt habt? Nein, er ist verschwunden. Aber Huon sagte, er würde kommen und mich holen und für immer von hier wegbringen. Nur ein Nichtsnutz, der auf Almosen aus ist. Ich weiß nicht, was er damit meinte. Und ich habe Angst vor ihm. Dieser Baum da hinten, der bringt das Spiel zum Ruckeln. Würde es helfen, wenn ich wiederkäme? Ihr wärt dann in Sicherheit. Ich wäre euch dankbar dafür. Huon hat gesagt, er käme bald ins Gesindeviertel, bei Anbruch der Nacht. Werdet ihr ihn festnehmen? Ich glaube, er braucht Hilfe. Vielleicht kann der Zirkel heilen, was ihn peinigt. Schauen wir mal, ob wir ihn festnehmen werden. Aber an dieser Stelle möchte ich einmal speichern und, ja, einen Cut machen. Denn die Aufnahmezeit ist wieder rum. Und, ja, in der nächsten Folge stellen wir Huon und, ja, reden mit ihm. Beziehungsweise versuchen es. Gucken, was wir für ihn tun können. Also, bis dahin. Ciao.